Und willkommen zurück zu Breathage. Und ich habe ein bisschen aufgeräumt. Meine Kisten sind sortiert. Die Nahrungskiste. Die Gedönskiste. Die Special-Gedönskiste und Dinge-Kiste. Und zwei Metallkisten und zwei Nicht-Metallkisten. Also, sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich habe sehr oft Nahrung liegen gelassen, denn da habe ich gar nicht so viel. Nun, sollten wir mal mehr mitbringen. So, aber wir sind ready. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Ah, jetzt fehlt auch nur noch ein Upgrade. Okay. I don't think we should ever visit this place again. Ich glaube auch. Jetzt fehlt nur noch ein Upgrade und das wird da vorne sein. Gehe ich schwer von aus. Fliegen schon wieder Dinger. Das ist eigentlich gut. Ich weiß nicht, ob Shuttle-Waffen Level 3 das Beste ist. Und her, ihr Ratten. Ihr Ratten der Lüfte. Tauben sind. Aber Staubsaugerroboter sind auch in Ordnung. Warum machen Spiele einem so einfach? Das ist manchmal ein bisschen erschreckend. Ja, Weltraumspiele, kleiner Tipp. Triggert die Gegner und fliegt rückwärts. Und vielleicht nur so ein bisschen rückwärts, seitwärts. Dann haben die meisten Gegner in Weltraumspielen ein bisschen Problemchen. So, wo war denn jetzt mein Ziel? Da. Da hinten ist auch noch was. Oder kam ich von da hinten? Ich bin mir unsicher. Sogar sehr unsicher. Na, ihr? Ich kriege ich. Und du auch. Meine Richtung. Jawohl. Erforsche den Weltraum. Das tue ich. Wait a second. This is like the Battle of Airlock. There's at least one shuttle left here. We can try to get the friend or foe system to the diagnostic station mentioned. That is, if we determine what this system looks like. Okay. Okay, das habe ich vernichtet. Mach die mal alle kaputt. Einfach zur Sicherheit. Okay, hier ist aber noch eins, oder? Sah das nur so aus. Es sah nicht nur so aus. Ah, und das ist nochmal ein Staubsaugerroboter. Okay, ich kann ja also den Rest hier auch noch erforschen. Das will ich nämlich, bevor ich da hingehe.
Nicht, dass das dann da schon Ende ist und so. Ich möchte schon hier noch richtig alles sehen, was es so gibt. Survivors to gather at this point. Apparently, the survivors really did gather here to destroy the conflict. Despite the interference, I can say for certain the audience reported a strong attitude of the Zephyr that Brent has. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren auf was du da sagst. Babe hat auf jeden Fall auch was gesagt. Ich kann bloß nicht sagen, was. Was ist hier? Einfach nur zerstörte Schiffe. Okay. Okay, aber auch nichts, wo ich andocken könnte. Hä? Warte mal. Jetzt habe ich 9 Punkte oder bin ich gerade 1000 Meter geflogen? Glaube ich echt 1000 Meter geflogen, oder? Lass mich da doch noch mal gucken. Ja. Okay. Erforsche den Weltraum. Ich würde noch mal hier kurz ein bisschen schauen. Having one such repair robot would come in handy. It's a shame that it's impossible to intercept the control of the maintenance team. Ja, können wir ja mal mitnehmen. Great! We didn't blow up and are back in line. Ja. Das ist viel wert, besonders in diesem Spiel. Okay, was ist das? Besonders hier ist ultra viel. Und kann ich an diesem Riesending da andocken? Peng Peng, freigeschaltet. Oh, okay. Noch so ein Ding. Da sind noch ein paar Gegner. Gut. Gut. Ja, kommt meine Kinder, kommt. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. War da nicht noch einer? Ach, da hinten. Der hat sich noch nicht getraut bis hierher. Hä? Kaputt kriege. Das ist eine etwas größere Wumme. Das sind zwei etwas größere Wummen. Das sind ein paar etwas größere Wummen. Okay, das soll wohl sagen, ich kann da noch nicht hin. Ich glaube, ich brauche das letzte Upgrade, um da richtig Schaden zu machen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als da drüben mal spontan anzudocken. Anzudocken. Docken klang jetzt falsch. Ja gut, ab dahin. Schauen wir mal, was wir da noch so kriegen. Und danach müssen wir dann wahrscheinlich dorthin, weil was anderes bleibt nicht übrig. Und diese Giganto-Dinger da wegknallen. Tja. Aber erstmal hier.
Okay, was baut denn sich da drin auf? Das sieht wild aus. Das ist auf jeden Fall noch ein Geschütz. Mehrere. Sind die innen? Oder sind die drunter? Das sieht wirklich... Hui. Sie sieht wild aus. Ich habe so die Befürchtung, dass die innen sind. Au. Ist da noch ein... Da ist noch so einer. Was denn du hier? Ihr hier, meine ich. Noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, Level 3 ist Maximum. Was jetzt die Waffen angeht. Ich habe jetzt schon einiges zerstört in der Zeit. Wo nochmal genau? Da. Wo kann ich hier? Da sieht aus, als wenn ich da andocken kann. Ja. I must say, there's quite a lot of security here. Ja. Das habe ich leicht vermutet. Und okay. What's that? A mutant? Ah, nope. It's just a dead fool. Einer. Das ist leicht untertrieben. Erstmal kann ich looten. Ist schon mal viel wert. Bitte was? Eine Kuhmaske. Ja, sehr motiviert. Ein junger Kämpfer für die Rechte der synthetischen Kühe. Er hätte den Unfall überlebt, wenn er statt einer Gummimaske einen normalen Helm getragen hätte. Ja, hätte. Fahrradkette. The movement for the rights of synthetic cows hasn't yet gained enough strength, but everything will change soon, I'm sure. Ja. Okay, Türen und so gucken wir uns dann gleich an, obwohl ich befürchte, die Türen sind nicht relevant. Jo. Ah, der ganze Loot, der hier rumfliegt. Oh, so many corpses. Ja. Ja, sind ein paar. Ja. Und dafür muss es auch einen Grund geben. Theoretisch. Was geht denn bei dir? Ja, war wild. Koop hinzufügen. Was? Entwickler, fügt einen Koop-Modus zu ClickEdge 2 hinzu. Oh, es wird doch wohl nicht einen Koop-Modus für BreathEdge 2 geben, wenn es rauskommt? Mit Freunden wäre es zweifellos viel einfacher. Man kann seinen Freund immer zuerst an einen gefährlichen Ort schicken, ihm bitten, ein unter Spannung stehendes Kabel zu halten, ihm einen Koffer mit Hilfsmitteln geben und ihn herumtragen lassen. Es ist schade, dass alle gestorben sind. Okay. Kann ich mit der Tür was anfangen? Nein. Was haben wir hier? Junge Aktivisten-Set. Echt jetzt? Set für junge Aktivisten. Nieder mit allem. Genau, einfach alles. Oh.
Es war schon immer beliebt, Kinder bei Protesten einzusetzen, aber die Autoren dieses Sets gingen sogar noch weiter. Man sagt, es gibt sogar erweiterte Sonderausgaben mit Kinder-Molotow-Cocktails, Kinder-Gasmasken, Kinder-Armaturen, Kinder-Asphaltstückchen. Ja, und sogar einen Kinderleitfaden für Gefängnisslang. Wow. Schild mit extra Papier. Es wird ein großartiges Instrument sein, um ihre eigene Meinung zu äußern. Und jeder um sie herum wird sie kennen. Ein Satz zusätzlicher Blätter ermöglicht es ihnen, an mehr als 5 Protesten teilzunehmen. Sehr schön. Marker, schwarz und rot. Damit können sie alle in der Schule gelernten Wörter und auch die, die sie lesen, auf einen Zaun schreiben. Schön. Mit diesen beiden Farben werden sie nicht nur in der Lage sein, ihre Gedanken anschaulich auszudrücken, sondern auch die wichtigsten Ideen hervorzuheben. Okay, Wollsturmhaube. Moment, ich muss ein bisschen drehen. Bewahrt nicht nur Wärme, sondern auch Anonymität. Wenn sie während einer Demonstration in den Nachrichten gezeigt werden, werden ihre Mutter und ihre Großmutter stolz darauf sein, dass sie nicht vergessen haben, etwas Warmes auf dem Kopf zu tragen. Natürlich. Standard-Taschenpfeile. Ja. Ein unentbehrliches Werkzeug, um sich zu befreien, nachdem man bei einem Protest verhaftet wurde. Damit können sie versuchen, die Gitter zu durchsägen und weiter zu protestieren. Das ist ein fantastisches Set. Did someone bring a child to such an event? That's irresponsible. It's very difficult to hit a child with a rubber bullet, so the party has to spend extra resources to suppress such riots. Es ist wirklich schwer, ein Kind mit Gummigeschossen zu treffen. Da hat er recht. Die sind halt klein, das ist der Vorteil. Deswegen, gerade die nimmt man mit. Die kleinen, süßen Kinder. Ja, die kann man auch, wenn sie dann doch mal getroffen werden, kann man sie halt einfach spontan unter den Arm packen und mitnehmen. Das geht bei einem Erwachsenen nicht. Der Weltraum ist keine Müllhalde. Ja. Die neuesten Daten nachzuurteilen, ist es aber so. Die Frage des Weltraummülls wird seit langem diskutiert, aber niemand hat wirklich etwas unternommen, um das Problem zu lösen. Niemand räumt den Ort auf, an dem sich diese Katastrophe ereignet hat. Sie werden ihn einfach als einen weiteren gefährlichen Müllsektor markieren und damit eine weitere Weltraummüllhalde schaffen. Ja. Es sind Menschen. Genauso wird es passieren. Okay, muss mir natürlich jeden angucken, weil erstens schwebt hier Loot rum und zweitens ich brauche Protestschilder. For a closed, secure module, there are an awful lot of dead people in civilian spacesuits around. Ja. Was haben wir hier? Kühe sind flach. War der echt? Die Wahrheit, Kühe sind flach. Ja, das ist wie die Erde seine Scheibe. Na klar, Kühe sind flach. Die sogenannten Flachkuh-Aktivisten versuchen ständig etwas zu beweisen. Sie bauen unglaubliche Theorien auf und locken neue Mitglieder in ihre Gruppe. Komm in meine Gruppe. Aber zu ihrem Unglück bleiben Kühe immer noch dreidimensional. Egal wie laut sie das Gegenteil behaupten. Ja, so ist es. Und die Erde bleibt rund. Okay, da haben wir noch was. Es sind echt viele. Es sind echt sehr, 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 sehr viele. Tote. Oh, ich kann die anstupsen. Oh, wie cool ist das? Die ersten Leichen, die ich anstupsen kann.
Oh, ne, die nicht. Doch. Okay, das ist ein bisschen geil. Also, ich verachte natürlich Leichenstupserei, aber die stupsen zu können, ist schon ein bisschen cool. Ich möchte auch mal ein paar mehr anstupsen. Ich habe dann nämlich schon wieder so eine Ahnung, dass es vielleicht interessant ist. Was haben wir hier? Schützen Sie Ihre Augen vor der Tyrannei der Wimpern. Echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Wimpern, die in die Augen fallen, sind seit den ersten interstellaren Flügen, bei denen man den Helm für viele Stunden nicht abnehmen kann, ein echtes Problem. Sie versuchten mehrmals, das Problem zu lösen und führten sogar ein Gesetz ein. Okay. Das die obligatorische Entfernung der Wimpern vorschreibt. Aber bisher war das alles wirkungslos. Diese bösen Wimpern. Das ist schrecklich. Der guckt richtig blöd. Okay. Ich glaube, ich loot hier mal kurz zu Ende. Da muss ich mal was testen. So. So. It seems that shortly before the crash, they decided to hold a protest here. Although it's unclear what the liner's crew had to do with cows. In any case, the employees have sealed the module hermetically, and we can't get in there easily now. Okay. Hier drüben noch was? Oder irgendjemand mit einem Schild? Da. Gehorche der Physik. Wir fordern die Einhaltung der Gesetze der Physik. So. Böser Nieser. Oh, da kommt noch einer. So, jetzt aber. Ein schönes Poster. Ich hätte mich sogar einem Einbahnprotest angeschlossen und vielleicht wären die Gesetze eingehalten worden, aber ich fürchte, ich muss nochmal niesen. Boah, was ist denn da los? Aber ich fürchte, dann hätte ich diese Katastrophe nicht überlebt, aber scheiß auf diese Gesetze. Okay. Habe ich jetzt alle Protestschilder? Sieht so aus, ne? Hat keiner mehr was in der Hand. So, und jetzt muss ich was testen. Ist das wieder das, was für den Sprecher relevant ist? Wenn ich hier anfange, wie Birken schubsen, Birken streicheln, Leichen zu schubsen? Das ist keine aktive Interaktion, oder? Das checkt das System nicht. Schade. Das wäre noch ein bisschen witzig. Hä? So richtig weit fliegen die auch nicht. Obwohl, den hat es ganz schön weit getrieben. Aber die bleiben dann relativ schnell. Ja, die bremsen relativ schnell ab. Schade. Na gut. Da die Seitentüren nicht aufgehen, bleibt mir nur der Weg nach vorne. Lootet habe ich alles. Ich sehe zumindest nichts mehr. Naja, gucken wir mal, was hier so ist. Schlagen. Oh, warte, habe ich nicht noch... Ich hatte doch noch in meinem Inventar gefunden. Hier. Dum-dum-dum.
ist hier jemand? Und was ist hier passiert? Aha. Ja, diesmal sollte ich ein bisschen Nahrung zumindest mitnehmen. Und trinken. Aha. Sie sehen schon wieder alle begeistert aus beim Sterben? Stop! There's something wrong here. While the activists were waving their signs outside, inside there was a fight between the liner's crew and the coffins. However, almost all of them were killed by some third party. Okay. Also gibt es hier irgendwas Drittes? Was auch immer es ist. Aber ich sehe keinen Schleim, also ist es schon mal kein Alien. Aber es war effektiv. Und es war stärker als alle anderen. Allein das sollte einem Sorgen machen. Vielleicht. Okay, hier liegt nichts. Wieder zwei wunderschöne Mosaiks. Oh, das kenne ich aber schon. Das kenne ich auch schon. Schade. Da kommen wir sicherlich wieder nicht rein. Aber diesmal gibt es ja auch keinen Toten. Nö. Oh. Fast übersehen. Okay. Der hatte vielleicht ein bisschen Angst währenddessen. Hat er gekotzt? Was ist das für ein Lappen, der da aus seinem Mund kommt? Sieht ja wild aus. Okay. Okay. Ja. Ich muss wieder ganz genau hingucken. Das Rohr wurde fachmännisch entfernt. Er wollte sogar noch raus. Okay. Ah. Nun. Ah, da ist der Rest. Oh. Der wurde einfach so heftig gestoßen, dass die Beine stehen geblieben sind. Mein Respekt dazu. Dazu gehört ein bisschen Power. Der bewegt sich sogar noch. Das ist nicht gut. Ah, danke. They even destroyed the repair robots and brutally removed some important parts from them too. Ja. Dinge geschehen und so. Danke für die Electronic Parts. Ja, du reparierst nichts mehr. Würde ich vermuten. Sehr schön. Ja, hier sehe ich jetzt nicht so viel. Also nichts, was mir jetzt gefährlich werden könnte. We can't open these doors without special equipment. Maybe it's for the best. Aha. Ja, mal abwarten. Wir kriegen das schon hin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hauptschlüssel. Das war Hauptschlüssel. So. Ja. Wir nehmen ja alles mit. Wir sind ja grundlegend gierig. Aha. Ah. Okay, wie sieht's aus? Ich bin jetzt schon wieder bei 103. Ja. Ding. Okay. Es ist ein Ding. Eine seltsame Sache. Ja, eine seltsame Sache für seltsame Dinge. Wahrscheinlich sollte dieses Ding eigentlich ein Materiespalter sein.
Aber die Entwickler fanden keinen Platz mehr, keinen Platz dafür im Spiel. Das ist schade. Denn das Modell sieht sehr gut aus. Vielleicht können die Entwickler es an jemanden verkaufen. Ich verstehe. Natürlich. Baut's doch im zweiten Teil des Spiels ein. Das wäre eine Option. Okay, ich glaube, ich muss gleich erstmal zurückrennen, bevor wir da das Tor gehen. Um schon mal Loot wegzupacken. Sonst bin ich ja direkt... Ich bin ja quasi... Ja, ich habe nur noch 10 Plätze. Und da ich diesmal Essen und Trinken nicht wegwerfen will, sollte ich nochmal kurz zurück. Machen wir mal hier schön im Turbo-Modus. Was sieht eigentlich hier aus? Hier geht's auch nicht raus. Es wird wahrscheinlich wieder Rückweg sein oder so. So, ab durch die Leichen. So. Nahrung hier rein. Jetzt muss ich ja hier wieder ein bisschen sortiert arbeiten. So. So, dann sieht es nämlich auch mit der Nahrung viel besser aus. So, dann Metalle. Metalle, ganz viele Metalle und noch mehr Metalle. Das ist fantastisch. Nicht-Metalle. Ja. Specials. Und anderer Gedöns. Ach so, und das ganze Gedöns. So. Ja. Da sind wir wieder bereit, um loszuziehen. Eigentlich bräuchte ich, also warum ich 5 Flaschen und 5 Nahrungspacks mitnehme, weiß ich auch nicht. Na, eigentlich brauche ich die nicht. Weil hier findet man ja immer so viel davon, dass es eigentlich unnötig ist. Ich glaube, ich könnte auch direkt was trinken. So. Und was essen. Nun. Die große Tür wartet auf uns. Aber die große Tür wartet auf uns erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge hat ihr Ende erreicht und sogar schon überschritten. Also, danke ich vielmals fürs Zuschauen und dabei sein. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao.